Das war auch nicht ein Moment, was zu sehen. Von Anfang an nicht, oder? Nee. Naja, aber nur links. Also, das war die ganze Zeit schon. Ja? Bin zu sehen? So, dann können wir noch mal starten. Sorry, es gab ein bisschen technische Schwierigkeiten. Was machst du denn? So. So, wir haben noch mal auf einmal fiel Skype aus. Wir haben jetzt die Qualität. Und den Livestream. Oh, Livestream auch. Jetzt haben wir Ja. noch mal die Qualität runtergesetzt. Und Ja. ja, weiß nicht, zurzeit ist sehr herausfordernd. Wie Ja. auch die Technik hat ihre Blockaden. Also Genau, denn noch gönn auch mal. ihre Grenzen. Auch das gehört zur Hingabe dazu. Ja. Ich auch. Der Dorf muss gerade üben. Dann willkommen noch Soll mal ich an einfach alle. weitermachen? Genau, sorry, es war sozusagen, die haben es von Anfang an nicht. Aufgezeichnet war schon, aber ich habe auf drei Leitungen ist nicht angekommen. Ah, also aufgezeichnet wurde es, aber die Zuschauer hatten es tatsächlich noch nicht gesehen. Das heißt, wir können alle guten Ja. Dinge sind drei gerade noch mal uns Fangen wir noch hingeben, mal ins an. Ja. Hingeben und noch mal beginnen. Ja. Und mein Video mache ich aus, dann ist es so. Okay. Ja, Ja. willkommen dann alle mit der Hingabe an die Technik, mit der Hingabe an das Leben mit Maria Anna Groß. Willkommen. Dankeschön, Sabine. Ja, das war jetzt eine gute Einführung mit dieser Technik, weil so funktioniert das Leben, dass es eben nicht immer glatt läuft, dass wir eben irgendwie konfrontiert sind mit Situationen, die uns Schwierigkeiten bereiten. Und dann geht es einfach darum, wie gehen wir damit um. Wenn ich sage, Hingabe an das Leben, möchte ich auch sagen, Hingabe von dem Leben überhaupt. Also, dass sich das Leben selber hingibt an sich selbst. Und es ist so offensichtlich, wir können das in jedem Moment erleben, dass einfach hier Leben ist. Und dass sich das Leben eben so ausdrückt, wie es sich gerade ausdrückt, eben einfach mal als nicht funktionierende Technik oder als kranker Körper oder als Freude, als Tanz, als Liebe, als miteinander essen, als Natur, Bäume, Pflanzen, Händedruck, Begegnungen, all das ist einfach ein Ausdruck von diesem Leben. Und ich sehe darin die totale Hingabe, weil sich das Leben so offen zeigt, so wie es gerade im Moment ist. Es hält da nichts zurück, keine Bewegung, kein Wort wird zurückgehalten, keine Geste, kein Geruch, kein Geschmack, keine Bewegung. Keine Worte, alles, jeder Moment, jeder Augenblick drückt sich eben genauso aus, wie er gerade ist.
Und manchmal finden wir diese Momente zu heftig, zu stark, zu gewaltig. Manchmal sehr liebevoll, manchmal voller Freude. Aber die sind eben immer genauso, wie sie sind, diese Momente. Und darin sehe ich diese Hingabe. Und in diesem Wort Hingabe steckt eben eine Gabe, also die Gabe, die wir bekommen vom Leben, nämlich das Leben selber, dass es sich einfach verschenkt. Und andersherum können wir uns auch an das Leben hingeben. Das heißt einfach, wir können es vielleicht am ehesten erleben, wenn wir bestimmte Vorstellungen haben oder Erwartungen oder Wünsche und das Leben zeigt sich eben gerade nicht so, wie wir es gerne hätten oder die Situation stellt sich nicht so ein, wie wir uns gewünscht haben. Dann wird ja ganz oft gesagt, es geht um Loslassen und die Frage ist immer, wie lässt man los? Und ich finde es auch sehr unglücklich, dieses Loslassen, weil ich kann das tatsächlich nicht vermitteln. Ich weiß nicht, wie ich Menschen sagen soll, wie sie loslassen können oder sollen. Weil das geht gar nicht. Also Loslassen geschieht einfach. Und ich würde vielmehr sagen, die Dinge fallen einfach ab. Niemand ist da, der loslässt, sondern die Dinge fallen einfach ab von einem. Also wenn wir jetzt so an der Sache festhalten oder an der Idee festhalten, dann geht es einfach mal darum, das nur mitzukriegen, dass wir daran festhalten. Oder dass wir einen Wunsch verfolgen oder eine Erwartung haben, die uns sehr wichtig ist und an der wir einfach halten, festhalten. Und in dem Moment, wo wir das mitkriegen, und das uns einfach eingestehen, dass es so ist, findet einfach schon eine Öffnung statt. Und durch diese Öffnung entsteht Raum. Und durch diesen Raum kann jede Verurteilung abfallen, nämlich, dass wir uns vielleicht verurteilen, dass wir festhalten oder dass wir uns verurteilen, dass wir schon wieder einen Wunsch oder eine Erwartung haben. Und warum nicht? Weil das sind alles Dinge, die einfach auftauchen. Und wenn wir das alles einfach sehen und mitkriegen und auch spüren und fühlen, dann entsteht immer Raum. Und dann kann sich wieder der Augenblick ganz neu entfalten und zeigen. Und das ist Hingabe. Nämlich, dass einfach in jedem Moment das auftauchen darf, was auftaucht. Also egal, ob es gerade Kontrolle ist oder wenn ich sehr im Kopf bin oder sehr kontrolliert bin oder eben sehr auf jemand anderen fixiert bin oder auf eine Idee fixiert bin oder identifiziert bin, das einfach nur zu sehen. Und manchmal wird es auch nicht gesehen. Aber wenn es gesehen wird, wie wunderbar, dass es einfach da sein kann. Und wenn wir uns dann noch verurteilen, dann kann diese Verurteilung gesehen werden. Oder der Widerstand dagegen oder der Kampf, den wir dagegen haben. Und immer einfach sehen, was da gerade abläuft, was da auftaucht in uns, wie auch der Körper darauf reagiert mit Spannung oder Verkrampfung, wie diese Verspannungen auch eben in der Muskulatur sind oder im Nervensystem, wie das reagiert, dass wir das einfach mitkriegen und spüren. Hm.
Und dann entsteht so eine Offenheit und so ein Raum, dass es echt Freude machen kann, egal wie unangenehm es sich anfühlt. Es kann einfach Freude machen, weil wir sehen können und spüren können, was gerade da ist. Und das ist Leben. Das ist pure Lebendigkeit. Und das ist Hingabe, weil sich das Leben eben gerade jetzt so über diesen Körper ausdrückt, über dieses System hier, über diesen Organismus. Ich habe so ein schönes Beispiel von gestern gerade, weil das noch so ganz frisch ist. Wird mir erst bewusst jetzt, wo du das erzählst, also wo du das, also ich war gestern ganz viel gesessen am Computer und, ne, und Büro und Steuererklärung und so und dann, oh, alles war verspannt und ich war so, so knatschig, genau. So, ne, und dann habe ich mich ein bisschen bewegt und ich war auch zickig, so, ich war irgendwie so genervt und so, und auch Cheat gegenüber und so richtig so, und ich habe das dann auch aus, wo ich sage, ich bin jetzt so, ich bin jetzt einfach, es ist jetzt einfach so zickig und ich war damit irgendwie, ich habe das sogar, also ich bin jemand, der sich da eigentlich gut im Griff hat oder das nicht gerne vor anderen zeigt, sagen wir mal so. Und ich habe das sogar genossen, habe das ausgesprochen und ich habe das, und bin damit dann gegangen, auch ins Bett und bin damit, und später als dann Jeet kam, so, also ist mir das bewusst geworden, okay, es ist jetzt so, gut. Genau. Und bin damit dann irgendwie auch eingeschlafen und Jeet kommt später ins Bett, hat mich dann einfach auch in den Arm genommen und so dieses, mit diesem Einschlafen, es ist jetzt so, ist dann irgendwie, hat sich da schon was aufgeweicht in mir. Auf einmal waren dann so, oh, es liefen einfach nur die Tränen und ich, und es war so, es war nur ein Halten und so. Also, und mein ganzer Körper hat sich entspannt und also richtig auf allen Ebenen aufgeweicht. So, so habe ich es empfunden, und bin ganz anders. Ja. Aber ohne, dass ich jetzt was entschieden habe oder was gemacht habe, dass ich mich anders fühle. Ne? Nur indem ich das, wie du es eben sagst, indem das sein durfte. Und heute war ich wieder den ganzen Tag mit dem Papierkram und das war nicht. Ich war damit entspannt und mir tut nichts weh. Also, ja, es ist so interessant. Ja. Gell, das ist so spannend, weil in dem Moment, was du gerade schilderst, hast du einfach das Leben so durchgelassen. Du hast es einfach sein lassen. Und damit kann sich so viel erstens mal lösen und auch wieder Neues entstehen. Und das Problem ist nämlich nicht immer das, was wir da in dem Moment erleben, wenn es zum Beispiel körperliche Schmerzen sind oder einfach, dass wir in einer Situation stecken und die problematisch ist, dann wollen wir die ja immer weghaben. Wir kämpfen ja immer dagegen an. Und die Sache selber, also die Krankheit oder das Problem selber, ist eigentlich nicht wirklich das Problem, sondern vielmehr, dass wir dann dagegen ankämpfen oder eben Widerstand haben. Und es läuft fast immer subtil eine Verurteilung ab, dass wir uns dafür verurteilen, dass es auftaucht, dass wir so reagieren. Und diese Verurteilung oder dieser Widerstand ist viel problematischer, weil Widerstand richtet sich einfach gegen den Moment, gegen das Leben. Und darunter leiden wir dann. Also nicht unbedingt der Konflikt selber oder in Schmerz, in körperlicher Schmerz oder in seelischer Schmerz, sondern vielmehr, dass wir jetzt dagegen gehen oder dass wir ihn weghaben wollen. Und in dem Moment, wo eben das einfach gesehen wird und wenn es möglich ist, dass es einfach hier sein kann, dann ist immer so eine Öffnung da und damit passiert etwas, eben dass von selber so eine Entspannung eintritt oder die Bewertung oder die Verurteilung mit der Zeit abfällt.
Also das geschieht von selber. Nicht, dass wir loslassen müssen oder aktiv was tun müssen. Wir müssen nichts verändern, nicht uns, wir müssen unsere Gefühle nicht verändern, wir müssen keine Lösung finden, sondern all das geschieht von selber. Und dann kommt natürlich oft, zweifeln wir und glauben, ja, aber das Leben weiß ja nicht, was für mich richtig ist und wie es für mich gut wäre und was ich brauche. Und dann glauben wir eben doch wieder, wir müssen eingreifen und das Leben in die Hand nehmen und selber lenken und kontrollieren. Aber das Interessante ist, wenn wir das Leben sich selber zurückgeben, also quasi wie, als könnten wir einen Schritt zurücktreten. Das können wir ja nicht wirklich, aber als würden wir einfach dem Leben gestatten, dass es sich selber ausdrücken kann, dass es Raum kriegt, wo ich gerade nicht wissen muss, wie es sein muss oder wie der Moment sein muss oder wie morgen der morgige Tag sein muss, sondern ich gebe dem Raum, ich lasse das Leben sein. Dann ist es unglaublich, was da alles geschieht und wie es geschieht. Ich bin manchmal fassungslos, wie sich das Leben ausdrückt, wie beschenkt wir werden und vor allem auf welche Art und Weise. Manchmal kann ich da gar keine Worte dafür finden. Das ist wirklich wie ein Mysterium und ein Genuss. Ich kann da tatsächlich von einem Genuss sprechen, weil das Leben meint es einfach gut mit uns. Und auch wenn es manchmal weh tut, auch darin kann man in Genuss drin finden. Es ist so, man könnte sagen, oder was, ja, schon viele Jahre ist es irgendwie so, ja, das Leben ist nie gegen einen, ist nie gegen dich. Ja. Und dann hört es auch auf, dass wir die Dinge, egal was im Außen oder was mir gesagt wird oder was auch immer, dass das so persönlich genommen wird, ne? Also es ist so, Genau. das fällt, das ist so, oh, das ist so Ja. eigentlich so einfach und gleichzeitig Ja. irgendwie das Schwierigste der Welt. Es ist schon wirklich ein Mysterium. Ja. Ja, es ist so einfach, wie du sagst, und genau das macht es schwierig, weil wir halt genau andersrum konditioniert sind. Wir sind konditioniert, dass wir es in die Hand nehmen müssen, dass wir eingreifen müssen und es hinkriegen müssen. Und das macht es eben schwierig, dass wir quasi immer, mir kommt da immer dieses Bild vom Fluss des Lebens, der einfach so fließt. Und dieses Wasser braucht ja nichts. Wasser ist einfach sein und es fließt mal schnell, mal langsam, mal kommt ein Wasserfall, dann kommt eine seichte, eine ruhige Stelle. Das fließt einfach und es ist genau richtig, wie es fließt. Und aber wenn wir die Idee haben, wir müssen eingreifen in den Fluss, also in unser Leben, in das Sein und müssen quasi es vorantreiben, wir müssen es tragen, wir haben ja oft die Idee, wir müssen das Leben tragen und es ist nicht einfach. Und dann kommt mir dieses Bild, als würden wir in den Fluss einsteigen und quasi mit Eimer das Wasser vorantreiben wollen und schöpfen wollen. Und es macht einfach keinen Sinn, weil es fließt sowieso. Es fließt einfach sowieso, ob wir da was tun oder nicht, weil das Leben geschieht durch uns. Und je weniger wir quasi mit dem Verstand eingreifen, und ich meine damit nicht, dass wir nicht mehr denken sollen, gell, das meine ich nicht, sondern einfach nur so kontrolliert eingreifen und so verkrampft eingreifen. Je weniger wir das tun, umso leichter erleben wir das Leben und umso beschenkter fühlen wir uns. Ich hatte eine Freundin, die hat
Ich weiß, die hat immer sehr gekämpft und hat ihre Situation immer so erlebt, als wäre das Leben gegen sie. Sie hat zu wenig Geld, es reichte nie, sie war öfters krank und sie hat sich einfach benachteiligt gefühlt vom Leben und war immer im Kampf. Sie wollte es dann besser haben und hat aber eigentlich immer gegen das Leben gekämpft. Und jetzt ist es so, dass die so dankbar ist und immer wieder staunt, wie sie beschenkt wird vom Leben. Und ich finde es interessant, weil ihre Situation hat sich überhaupt nicht verändert. Also die äußere Situation ist genau gleich wie vor 2, 3 Jahren. Nur sie erlebt es heute komplett anders. Heute fühlt sie sich total beschenkt vom Leben. Und so ist es tatsächlich. Also einfach wie wir dem Leben, dem Moment begegnen, so wirkt es einfach auf uns. Und letztlich können wir da nichts machen. Wir können es immer wieder nur mitkriegen. Und selbst dieses Mitkriegen passiert, was da einfach genau, was gerade im Moment abläuft. Und manchmal geschieht eine Öffnung und manchmal geschieht eben keine Öffnung. Und dann ist es eng und schwer und wir fühlen uns benachteiligt vom Leben. Ganz kurz, liebe Grüße, André, Dankeschön. Er muss früh raus und grüßt. Ja. Deswegen, ja, schaut er wahrscheinlich sich dann die Wiederholung an und hat geschrieben, wie man Wörter benutzt, kann in der Redewendung auch sehr entscheidend sein. So, leider muss ich morgen früh raus. Wichtig ist, es findet immer euren Ausgleich im Leben. Ausgleich im Leben. Das Leben sorgt für Ausgleich. Ne? So. Ja. Immer. Ja. Immer. Also das, wenn man das beobachtet, da bin ich auch immer nur am Staunen. Es ist tatsächlich so, gell? Das ist, weil wir die Welt in der Polarität leben, gibt es eben immer zwei Seiten und deshalb findet da tatsächlich immer ein Ausgleich statt. Wir erleben Reichtum und Armut, wir erleben Schwarz und Weiß, wir erleben Fülle und eben weniger Fülle. Es findet immer beides statt. Genau, aber da gibt es etwas, was schon vorher da ist und da ist eben einfach in raumloser Raum, da ist eine Leere und die beinhaltet all das, die beinhaltet diese ganze Welt, wo das alles stattfindet. Also einfach dieses Sein, was eigentlich jenseits von dieser Welt ist und die hat nichts mit Ausgleich zu tun, sondern einfach mit Sein, mit So-Sein. Darf ich noch was fragen? Ja, sehr gerne. Also mit einer Hingabe, ne? Man hört es viel und so und jeder, denke ich, kennt Momente und wo er das hautnah erfahren konnte, wo er sich erinnert. Ja. Und dann kommen aber oft auch Fragezeichen, naja, so leicht ist das, soll das sein? Naja, und dann gibt es ein Missverständnis, ja, wie, okay, das Leben passiert und das fließt sowieso von allein. Wo ist denn die Grenze oder wo ist denn, dass ich tatsächlich was tue oder nicht tue? Also wie erkenne ich denn, dass das ein Tun ist oder ein Impuls, dem ich folge, ne? Also es wird oft verwechselt, dass ich kenne einige Menschen, die haben alles aufgegeben und legen die Hände in den Schoß. Auch das ist okay, aber so komplett, also von einem Extrem in das andere. So. Ja. Und forschen damit, ja, ne? Da wollte ja.
Ja, da würde ich auch darauf eingehen, das ist eine gute Frage. Genau, weil eben es wird ja auch oft diese Hingabe mit Schwäche verwechselt oder mit, genau eben, ich darf jetzt nichts mehr tun, ich darf keine Entscheidung mehr treffen und genau nur noch die Hände in den Schoß legen und nur noch sitzen bleiben. Das meine ich überhaupt nicht mit Hingabe, sondern für mich ist Hingabe eben diesen Moment, der Augenblick, der Ausdruck von Leben, der sich jetzt gerade zeigt, erstmal zu sehen. Und darin liegt ja schon eine Akzeptanz, dass ich sehen kann, okay, so ist es im Moment. Da müssen wir vielleicht einfach mal ein Beispiel bringen. Angenommen, jemand kriegt eine Diagnose von Krebs, also genau, oder einfach eine schwere Krankheit. Und dann kann man ja schon leicht sagen, okay, jetzt kannst du dich hingeben, dieser Krankheit. Du hast jetzt diese Diagnose und was willst du machen? Und einfach nur mal zu sehen, okay, ich habe jetzt diese Diagnose und die macht im Moment was mit mir. Die macht mit dem Körper etwas und die macht in meinem Innersten etwas. Und das bereits, einfach nur das zu spüren, mitzukriegen, was jetzt vor sich geht in mir und im Körper, das ist bereits Hingabe. Und wenn das da sein kann, was sich da zeigt, dann entsteht eben so ein offener Raum. Und diesen offenen Raum kann ich kaum beschreiben, da ist einfach so eine Weite. Und in dieser Weite ist Freiheit, da ist gar nichts. Selbst wenn jetzt gerade im Moment noch Schmerz da war, ein körperlicher Schmerz oder ein seelischer Schmerz oder eben diese Verzweiflung mit dieser Diagnose, und wenn das da sein darf, dann macht sich's einfach so weit auf. Und wenn es sich so aufmacht, dann passiert etwas. Und das, was da geschieht, kann ich nicht beschreiben. Das kann einfach nur jeder für sich selber im Moment herausfinden. Das ist vollkommen neu. Eine vollkommen neue Öffnung von dem Leben selber. Und dieses, was da geschieht, ist vollkommen intim mit dir, weil es ein Hiersein ist, die totale Berührung vom Leben, von diesem Augenblick. Und daraus entsteht ein Impuls. Und den kann ich auch wieder nicht beschreiben, weil der ist immer neu. Und da kann zum Beispiel ein Impuls entstehen, dass man am nächsten Tag zu dem Arzt geht oder sich entscheidet, ich mache jetzt erstmal gar nichts mit dieser Diagnose. Oder es entsteht ein Gefühl, ich möchte einfach mal mich mit diesem Krebs auseinandersetzen. Oder was auch immer. Also was ich sagen möchte, diese Hingabe, die schenkt uns Raum, einfach mit dem im Moment zu sein, was da auftaucht. Und darüber können wir nichts wissen. Und dieses Nichtwissen ist total spannend und lebendig, weil es immer neu ist und immer wieder neue Impulse uns schenkt. Schön, wie du das so funktioniert Leben. Ja. Schön, wie du das als Bild, ich sehe das gerade so vor mir, ne? Wie sich dieser Raum dann aufmacht und ganz weit wird und in diesem offenen, weiten Raum ja alles da ist. Genau. Ne? Alle Geschenke und alles. Ja, wo es sich dann offenbart und ansonsten bleibt es eng und genau. Dann kann nichts folgen, dann verkrampfe ich mich, dann will ich es in Kontrolle, will ich, ja, und dann kämpfe ich und dann leide ich und ja. Und genau so ist es.
Und halt, was es so schwierig macht, ist, dass der Verstand so stark ist, dass wir so identifiziert sind mit dem Verstand, der uns immer das Gefühl gibt, aber ich muss es doch machen, ich muss es doch regeln. Ich habe gerade ein paar Menschen, die dringend eine Wohnung suchen und die immer wieder so unter Druck stehen, aber ich muss doch jetzt diese Wohnung suchen. Und jeder sagt ja, ja klar, dann musst du dich darum kümmern, du musst da und da anrufen und da in der Zeitung und bla bla. Und jeder sagt, es gibt keine Wohnung und so weiter. Also da entsteht so viel Druck. Und wenn der Verstand sehr aktiv ist, macht er noch mehr Druck und versucht uns zu pushen und zu sagen, was wir alles tun müssen. Und wir können jetzt für einen Moment einfach nur reinspüren, wie sich das anfühlt, wie der Körper eng macht und auch innerlich in uns alles zusammenzieht. Und wie soll da ein Impuls entstehen? Mich hat gerade heute eine Frau angerufen, eben wie soll sie sich jetzt entscheiden, soll sie mit ihrem Mann wieder zusammenziehen oder nicht, sie sucht eine Wohnung, wo soll sie hinziehen, ihre Kinder müssen aber woanders sein. Also so eine arge Stresssituation und sie steht unter Druck, was soll sie tun? Und diese Lösung kann niemals aus dem Verstand kommen, was will er denn machen? Der ist völlig überfordert. Und er ist nur am Rennen und versucht eine Lösung zu finden, kann das aber gar nicht. Und die Hingabe an das Leben zeigt einfach, hey, krieg's einfach gerade mit. Halt mal für einen Moment inne und lass nur mal zu, was gerade abläuft, diese viele Gedanken, dieser Druck, diese Anspannung. Nur das da sein lassen. Zu spüren, weil das ist das, was im Moment ist und dafür können wir nichts, sondern nur einfach das hier sein lassen. Und was uns dabei hilft, ist einfach der Atem mit reinnehmen, dass wir in diese Gefühle reinatmen, in den Körper reinatmen, weil normalerweise halten wir die Luft an, wenn sowas Unangenehmes auftaucht. Weil wir ja weg wollen von dieser Situation. Aber wenn wir reinatmen, dann ist es wieder so eine Hingabe, so ein Ja, okay, okay, so ist es jetzt. So zeigt sich das Leben gerade im Moment. Und da läuft nichts falsch. Das ist nur die Idee, dass es nicht okay ist. Ist tatsächlich nur eine Idee, weil alles ist okay. Das volle Chaos ist okay, weil es ist da. Das Leben drückt sich gerade so aus, es ist so da. Und dann fängt allmählich, wenn wir das so sehen können, kann der Körper mitziehen und sich anfangen zu entspannen. Und selbst wenn er sich noch nicht entspannt, dann ist es das, was im Moment sich zeigt, einfach Anspannung und Verkrampfung. Und das ist die Hingabe an diese Verkrampfung, an diesen Moment der Verkrampfung. Ich habe vor kurzem mit einer Frau, die hat ein Trauma vor einigen Jahren gehabt und jetzt taucht es wieder auf und die will das nicht mehr haben. Und ich habe zu ihr gesagt, du bist noch gar nicht an diesem Schmerz gewesen. Und dann hat sie gesagt, doch, schon seit Jahren, sie kennt diesen Schmerz und schon seit Jahren ist sie da dran. Und dann habe ich zu ihr gesagt, das kann gar nicht sein, du warst sicher schon nah dran, aber du kannst nicht so tief in diesen Schmerz reingegangen sein, weil dann wäre er so nicht mehr da und dann wäre dieser Widerstand so nicht mehr da. Weil wir stehen immer kurz davor und dann, was uns daran hindert, ist einfach die Idee, oh Gott, ganz schlimm dieser Schmerz. Und der hält uns dann eigentlich zurück, dieser Widerstand, dass wir wirklich reinfallen können.
Und dann ist etwas passiert, dass diese Frau tiefer gegangen ist. Und plötzlich war da so ein Hineinfallen in den Schmerz. Das ist einfach passiert. Und dann war sie so berührt von diesem Schmerz, weil sie erkannt hat, sie hat ihn bisher gar nicht gekannt. Das waren einfach nur Vorstellungen. Vorstellung, was Schmerz ist und Vorstellung, wie schlimm der Schmerz ist. Aber sie hat ihn noch nicht wirklich berührt. Und dann war sie zutiefst berührt. Und dann war da so eine Weite da, ich konnte sehen, das ging so auf in ihr. Und das meine ich eben, dann verliert sich plötzlich die Geschichte über Schmerz, die verliert sich. Das, was wir wissen über Schmerz oder Leid, das verliert sich da drin und es dehnt sich so eine Freiheit aus, so eine Weite, so ein lebendiger Raum, wo wir nichts anderes wollen als genau das, was ist. Und das ist die totale Hingabe. Und aus diesem Moment heraus kann der Impuls entstehen, so und morgen mache ich einen Termin in dem Krankenhaus und lass mich dort behandeln. Oder ich gehe zum Heilpraktiker oder was auch immer man tut. Oder ich mache erstmal gar nichts. Leben geschieht, es ist nicht Stillstand. Und Hingabe heißt nicht, dass wir nichts tun sollen. Nämlich in diesem Geschehen lassen, in dieser Hingabe findet auch Handlung statt, findet Bewegung statt, finden Entscheidungen statt. Aber die finden einfach so spontan statt, dass die eben keine Anstrengung erfordern. Und dann ist es wirklich sehr, sehr leicht, das Leben. Und auch genussvoll. Ich erlebe die Hingabe auch so, wie dass ich quasi das, an was ich festhalte, oder wenn da eine Idee da ist, dass die quasi dem Leben einfach wieder zurückgegeben wird. Also wenn eine Idee da ist, ich will das aber so und so haben und die Idee wird gesehen, weil die macht ja wieder eng. Wenn ich an der Idee festhalte, macht die eng. Und wenn ich diese Idee einfach wieder sehen kann und quasi dem Leben wie zurückgeben kann. Also dass das Leben selber entscheiden darf, dass das Leben sich selber ausdrücken darf, wie es möchte. Und zwar genauso, wie es sich hier in diesem Körperorganismus ausdrücken möchte. Dann ist das so eine Freude, so eine Offenheit, weil ich ja nicht wissen kann, wie es dann ist und was dann sein wird. Aber es ist komplett lebendig und so vibrierend, so echt, so wahrhaftig, so man kann sich darin verlieben, weil es so neu ist und frisch. Und irgendwie ist es so du, so genau du, wie du bist, so wie es dir entspricht. Und wohingegen an dieser Idee festhalten, ist so langweilig, das ist wie ein abgestandenes Wasser, so eng, so man mag da nicht ran, es fühlt sich so festgefahren an, man kennt es schon 100.000 Mal gedacht und man dreht sich im Kreis. Aber die Hingabe, die macht Spaß und vor allem ist sie total kraftvoll. Weil sie eben nicht Energie bindet, sondern Energie fließen lässt und Energie sein lässt, leben lässt. Hm.
Ich kenne das ganz gut und bin die letzten Jahre immer wieder gestolpert daran oder dass ich in Zweifel gekommen bin oder mich verunsichern lassen. Na, da machst du dir was vor, Sabine. Das ist nicht so leicht. Da bist du machst dir da was vor. Also das ist nicht. Ja, Dass und es zu einfach ist so ist. einfach, also ja, es ist alles gut, ich kann das nicht mehr hören, dass du immer sagst, alles gut. Und aber ich habe, das war nicht so gesagt, ich habe es wirklich so gefühlt oder gemeint. Und dann habe ich mich verunsichern lassen. So, oder wie, Ja. ja, wie gehst du damit um, wenn du im Außen das einfach bekommst? Es ist, nee, das, also so leicht kann das Leben nicht sein. Oder? Ja. Weißt du, so kommen ja viele Menschen zu mir in die Praxis, dass die haben Probleme und ich kann ja denen nicht Lösungen bieten und sagen, okay, mach so und so, weil ich finde, das steht mir ja gar nicht zu. Woher soll ich wissen, welcher Weg der richtige ist für ihn? Ich kann mich nur genau auf das einlassen, was der Mensch bringt. Also diese Situation, in der er steckt, und ihm den Raum bieten, dass er sich da mit drauf einlassen kann. Quasi spürt, so wie ich es jetzt gerade erklärt habe. Und dann machen wir in jedem Moment eben genau die Erfahrung, dass es tatsächlich einfach ist. Aber es ist immer nur im Moment einfach. Also wenn ich hier im Moment bin mit der Situation, ist es einfach. Weil dann ist einfach das, was jetzt gerade ist. Sobald jetzt aber ein Gedanke auftaucht und in die Zukunft geht und quasi sagt, ja gut, aber was machst du morgen oder wie gehst du morgen damit um, habe ich ein Problem. Und dann ist es schwierig, weil ich weiß ja nicht, was morgen ist oder wie ich es morgen machen soll. Manchmal wissen wir es und manchmal müssen wir es auch wissen. Aber Fakt ist, wir können es tatsächlich nicht wissen, was morgen ist. Und wir können nicht wissen, wie wir uns morgen entscheiden werden. Und dann entsteht ein unglaublicher Druck, weil wir es von uns aber verlangen, wir müssen es morgen wissen. Und das macht es schwer. Wenn wir ehrlich wären und genau hinschauen würden, müssten wir uns eingestehen, wir können nur gerade im Moment hier sein und wissen, was jetzt gerade ist. Schau, ich kann nur jetzt gerade wissen, dass ich mit dir gerade spreche, Sabine, dass wir gerade skypen. Und ich kann noch nicht mal wissen, was ich gerade spreche, weil die Worte kommen einfach, ich habe keine Ahnung. Und natürlich weiß ich, dass ich morgen Termine habe und irgendwie einen Plan habe. Und trotzdem habe ich den nicht in der Hand. Das heißt, was morgen geschieht, das wird geschehen. Ich weiß es nicht. In dem Moment, wo ich anfange, daran festzuhalten und es wirklich hier zu mir nehme und glaube, ich bin dafür verantwortlich und ich muss diese Termine lenken und ich muss es machen. Also, dass ich von mir hier ausgehe, es liegt an mir, dann habe ich ein richtiges Problem. Dann zieht sich sofort die ganze Energie, zieht sich hier zusammen und ich fühle mich hier verantwortlich. Und was dann passiert ist, dass ich quasi mich identifiziere mit diesem Körper und plötzlich entsteht ein eigenständiges Ich, was ja gar nicht möglich ist, sondern nur energetisch jetzt im Moment möglich ist und auch gedanklich. Und dann bin ich völlig überfordert. Das heißt, der Verstand, der könnte durchdrehen, weil der mit der Situation eigentlich nicht umgehen kann, weil der nicht wissen kann, wie er morgen diesen Tag durchbringen kann. Mit Terminen oder was auch immer. Aber in dem Moment, wo ich realisiere, jetzt im Moment sitze ich hier und ich spreche mit dir und
Es gibt nur diesen einen Moment, gibt es keine Sorge und kein Problem. Das ist das Einfachste, was es gibt. Und dann kommt natürlich der Verstand und sagt, ja, so einfach ist es nicht, weil wir müssen Entscheidungen treffen, wir müssen Planungen machen, wir müssen was auch immer machen. Ja, genau, das geschieht alles. Ich mache das alles auch, aber ich weiß, nicht ich mache es, da ist hier niemand, sondern dass es alles hier durch diesen Organismus geschieht. Alles. Alles, was schon immer geschieht, seien es Termine, Behandlungen, Treffen mit anderen Menschen, zum Arzt gehen oder Autofahren, egal was, einkaufen, all das geschieht. Und wenn wir dem Leben gestatten, dass es sich so ausdrücken darf, wie es sich ausdrückt, dann ist es das Einfachste, was es gibt. Und dann kann ich tatsächlich von Genuss sprechen. Dann ist das Leben genussvoll und es macht Freude, weil ich mit dem Fluss des Lebens gehe. Und ich bin dann genau immer dort, wo ich sein soll. Und ich weiß, es drückt sich perfekt aus, wie es genau gerade ist. Nämlich, dass vorher eine Störung war. Oder dass ich genau auf den Menschen treffe, den ich jetzt gerade treffen soll. Oder dass ich hundertprozentig weiß, die Worte werden jetzt gesprochen, die gesprochen werden sollen. Und dann kann ich tatsächlich mich entspannen oder nicht mal ich mich entspanne, sondern es findet einfach hier eine Entspannung statt und die ist permanent hier eine Entspannung, weil das Leben einfach geschieht. Ja, und selbst wenn Termine, genau. Und selbst wenn Termine da sind und ja gemacht worden sind und so, also in letzter Zeit, es ist interessant, es kommt also ständig anders und genau, also total, denke ich, ach, morgen, ach, okay, der Termin und die fallen irgendwie alle weg, weil der andere das und die, also es ist eine ständige Veränderung, auch wenn es geplant ist und es passt immer ganz genau. Ja. Oh, es ist einfach nur, ja, eigentlich hätte man mehr genug damit zu tun, sich über das alles zu wundern und zu freuen und so das zu feiern, was so geschieht. Damit wären wir eigentlich, hätten wir genug zu tun, also das. Genau. Ja. Ja. Weißt du, mir geht es sehr ähnlich, dass eben Termine und dann Veränderungen, dann sagt wieder jemand ab und dann braucht jemand dringend einen und ich weiß gar nicht, wie ich es machen soll und wie ich alles unter einen Hut kriegen soll. Und irgendwie ist da einfach immer nur ein Sehen, wie das alles trotzdem von selbst geschieht. Und da taucht mal Stress auf und oh Gott, all das. Und immer dieses Sehen, wie der Ablauf geschieht und zwar in jedem Moment neu und zu wissen, jetzt gerade genau richtig, perfekt, wie es gerade ist, weil es nur diesen Moment gibt. Dieses Reinfallen in den Moment und mein Gott, da gibt es nichts Besseres. Ich genau, kann einfach nicht anders sein, wie genau so. Du kennst es. Oder dein System oder wie auch, du kennst es auch anders, wie es mal anders war, wie es sich anders angefühlt hatte. Total. Ja. Weißt du, ich kenne das, ich glaube, ich war Weltmeister darin, gegen das Leben anzugehen. Ich war so im Widerstand gegen das Leben. Ich war so kontrolliert und ich habe eigentlich immer gekämpft. Weißt du, ich bin so angespannt durchs Leben gegangen. Ich habe erst später realisiert, wo die Befreiung immer mehr vonstatten ging, habe ich realisiert, wie mein ganzes Kiefer angespannt war. Meine Schultern waren angespannt, die Bauchdecke war permanent angespannt, meine Pobacken, die Oberschenkel. So bin ich durchs Leben gegangen. Und wirklich, ich bin morgens aufgewacht mit Druck und mit Druck bin ich ins Bett gegangen.
So war mein Leben. Und immer, ich muss, wie kriege ich das hin? Weißt du, nur so im Kopf. Und nur am Rennen und Machen und des anderen recht machen und Bauchweh haben, weil man es ja nie hinkriegt. Und wie das alles nach und nach abgefallen ist, zu sehen, dass alles gut ist, wie es ist. Und ich meine nicht, dass es da alles rosarot ist und golden, sondern ich spreche wirklich von dem Leben, das jeder hat. Da gibt es Veränderungen, da gibt es Trennung, da gibt es Schmerz, da gibt es Traurigkeit, da gibt es alles. Von diesem Leben spreche ich. Und wenn da so eine Offenheit da ist und einfach sowas wie, okay, so ist es gerade, so drückt sich's aus. Und zu sehen, dass das Leben sich hingibt, dass das Leben sich uns schenkt als Traurigkeit, als Begegnung, als Händedruck, als Augenblick, nämlich dass sich zwei Augenpaare begegnen. Oder dass sich's ausdrückt über eine Blume, über einen Blumenduft, über ein feines Essen. Das alles ist Hingabe von Leben selber. Wie es sich uns so verschenkt, dann kann ich da einfach immer wieder nur staunen und ich finde es einfach unfassbar. Weißt du, und dann fallen so diese Ideen, die vielleicht immer wieder mal auftauchen, wie gerade es sein müsste, die tauchen da einfach wieder ab. Und die dürfen auch auftauchen, warum nicht? Und dann tauchen sie wieder ab und geben wieder dem Raum, was gerade da ist, was gerade ist und wie es gerade ist. Ja, die Idee, also das größte Schloss ist zusammengefallen in mir, mit mir. So diese Idee gehabt zu haben, auch wenn ich nur genug erkenne und an mir arbeite und auflöse und weiß nicht was, dann ist das Leben voller Harmonie und dann ist alles gut, weil dann nur noch Freude ist und Harmonie. So. Ja. Ja, und wow, das genau, das ist weiß Sabine, und wenn das nicht sein muss, wenn du erstens mal nichts tun musst dafür und wenn der Augenblick auch mal angespannt sein darf und wenn er einfach mal konfliktreich sein darf und wenn er sich einfach mal beschissen anfühlen darf. Und wenn du mal verstrickt sein darfst und wenn du mal schlecht drauf sein darfst. Wenn das alles auch okay ist. Und es ist ja okay, weil das Leben lässt es ja zu. Das Leben drückt sich durch dich in dem Moment so aus oder durch mich oder durch jemand anderen. Drückt sich eben auch mal so aus, unangenehm. Und wenn wir einfach sehen können, ach so ist es, das Leben gibt sich gerade hin als Traurigkeit oder als Anspannung. Ich wollte es zwar anders, aber so gibt sich's gerade hin. Und es wird einfach nur bestaunt und gesehen und gefühlt, wow, heute Anspannung, heute nicht gut drauf sein. Weißt du, dann finde ich es, wow, dann darf einfach alles sein und nicht nur irgendwie Sonnenschein und gut drauf sein, weil das ist eingeschränktes Leben. Und darunter leiden wir. Aber wenn auch Wolken da sind und Regenwetter, das hat auch was, wie nur Sonnenschein. Und so ist es, das ist einfach das Leben mit allem. Du siehst es gerade nicht, ne? Cheat in meinem Arm, gibt sich voll hin.
Weißt du, ich sehe euer Bild, euer Standbild und das ist so schön, weil du gibst dich ihm eigentlich hin. Du schaust ihn an und er schaut dich an und das ist so ein schönes Bild, was ich sehe. Und hier gerade ist die Katze hereingekommen, hier in diesem Raum, und die hat sich gerade auch hingegeben. Das war so schön, gerade mit zu beobachten. Ja, interessant, Oder dass. jetzt im Ja. Haupt. Ja, dass Hingabe auch oft so als was Aktives verstanden wird. Ja. Naja, Ja. mein, das, was wir machen, die meisten TV, die haben Angst, Fehler zu machen. Ja. Und deswegen machen viele nicht Live-TV. Ne? Und für uns ist natürlich, wirklich war ganz oft die Hölle, wenn irgendetwas nicht funktioniert, für mich, ne? Nicht Ja. funktioniert. Weil die technischen Sachen sind klar, das muss. Manchmal gibt es hier eine Ja. Schwäche, da eine Ja. Schwäche. Und dann mit der Kritik auch umzugehen. Oh, das Video beginnt mit einem kleinen Ja. Rausch. Und das war für uns Ja. die schwierigste Aufgabe, die Sachen live zu machen. Für Ja. dieses Live-Bewusstsein war natürlich mit Anstrengung und verbunden. Ne? Aber es ist natürlich von der anderen Seite auch ein Genuss, es live zu machen, die Risiken zu nehmen, das Gefühl zu Genau. haben, wow, wir sind mit so vielen schönen Leuten verbunden. Ja. Viele können das vielleicht nicht um die Zeit, die werden hinterher das sehen, aber täglich Ja. seit 6 Jahren, fast täglich mit diesem Risiko. Ne? Und Genau. ja, und das ist, kann anstrengender sein oder es kann auch Herausforderung und Hingabe sein, diese Anstrengung. Absolut. Ja. Genau. Ah, das ist wunderschön, genau. Weißt du, mir geht es auch so, wenn ich mit Menschen zusammen bin und wenn eben dann so eine Situation auftaucht, wo es nicht funktioniert. Irgendwas funktioniert nicht. Das Auto läuft nicht an und man muss zu einem Termin oder ein Meeting findet statt und irgendwie der Raum ist nicht offen oder was auch immer. Wie im richtigen Leben. Und dann versuche ich immer einfach zu sagen, okay, jetzt halten wir inne und lassen uns genau darauf ein, einfach nur dieses Dasein lassen, jetzt im Moment. Es fühlt sich nicht gut an. Da ist eine Anspannung da, da ist, oh Gott, wie machen wir das jetzt? Wie gehen wir damit um? Und das einfach hier sein lassen. Weil wir wollen ja weg in so einer schwierigen Situation, wir wollen nur weg. Und das ist das Problem, dass wir weg wollen. Weil das Leben sagt, nein, ich zeige mich gerade so. Ich zeige mich gerade, dass das Auto nicht anläuft. Das ist die Hingabe vom Leben. Und wir wollen weg. Und das ist der Konflikt. Deshalb leiden wir darunter. Aber in dem Moment, wo wir uns darauf einlassen, okay, das Auto läuft gerade nicht an. Ich muss zum Termin, aber es läuft nicht an. Und ich lasse mich darauf ein, weil es ist Fakt, es ist so. Dann entsteht ein Raum. Und aus diesem Raum drückt sich das Leben wieder neu aus, weil das bleibt ja nicht still. Das steht nicht still, das Leben geht weiter. Und was auch immer dann für ein Impuls kommt, dass ich aussteige und jemand anrufe oder dass jemand auf mich zukommt und sagt, kann ich dir helfen oder kann ich dich mitnehmen oder was auch immer. Das ist eben das Schöne, dass irgendwas ergibt sich immer. Aber der Verstand meint, er muss es in die Hand nehmen, ich muss es lösen. Und das ist die Überforderung in dem Moment. Als dass wir uns einfach darauf einlassen und schauen, was will geschehen, wie will sich dieses Leben gerade ausdrücken. Das ist eben diese Hingabe. Und damit werden wir ja laufend konfrontiert. Die Hingabe bedeutet auch, etwas nicht zurückzuhalten. Zum Beispiel, wenn ein Zuschauer eine Frage hat,
sie nicht zurückzuhalten, ja. Oder ein Gruß. Genau. Ist eine Frage da? Nee, eben, seit länger, wir hatten manchmal 30 Seiten Chat am Tag durch das Interaktive. Aber jetzt in den Satsang, die Menschen genießen alle, sind alle am Genießen. Ich finde das schön. Und manchmal denke ich, vielleicht haben sie doch Fragen oder einen Gruß. Trauen sie sich nicht oder trauen sie sich doch? Ja, also sehr gerne. Sehr gerne beantworte ich Fragen und hilft uns ja allen, genauer hinzuschauen, wenn jemand ein Beispiel aus seinem Leben reinbringt, wie kann man damit umgehen oder was genau bedeutet Hingabe, weil ich kann ja immer nur sprechen, was gerade hier entsteht und andere empfinden es vielleicht ganz anders und dann finde ich schön, wenn man sich austauscht und wenn Fragen entstehen, also die sind herzlich willkommen. Ich kenne die Regie, ne? Guckst du, okay. Cheat schaut mal. Aber auch, Cheat, wie du sagst, wenn man sich dieser Frage hingibt, dann geschieht ja auch was mit einem. Man denkt bei Hingabe irgendwie, dass man ganz depressiv da liegt, ne? Und Hingabe ist auch Hingabe zu einem Impuls, was kommt, zu einer Erkenntnis, zu einer Schöpferidee. Und vielleicht ist Depression, diese Impulse nicht zu gehen, ne? Nicht zu folgen. Genau, ich wollte es eben auch nochmal sagen, Hingabe hat nichts mit Schwäche zu tun oder Depression oder irgendwie im Bett liegen bleiben und quasi sagen, ja, ich kann ja eh nichts tun, ich muss mich ja hingeben, das ist tot. Davon spreche ich nicht, sondern für mich ist Hingabe total lebendig und kraftvoll, weil wenn ich mich auf den Moment einlasse, dann weiß ich nichts und da ist die pure Kraft drin. Und aus dem raus entsteht ein Impuls, der auch immer, wie auch immer er sich ausdrücken möchte. Eben, weil das wird oft auch im Krieg oder in Kriege das Wort verwendet, so Hingabe im Sinne, oh, ich habe verloren, ich gebe mich hin. Ne? Wobei Hingabe ist was Großes, ist was Erkennendes, ist etwas, was mit einbezieht und die Realität Realität sein lässt und das Beste daraus macht. Ne? Ja. Absolut. Wenn du gerade vom Krieg sprichst, wenn da jemand, also wenn quasi zwei sich konfrontieren, das können wir ja auch im Kleinen immer Streit anschauen. Und wenn da einer sich quasi hingibt und seine Waffe oder seine verletzende Worte fallen lässt, dann ist doch darin die Größe, wie jemand, der weiterkämpft. Also die wahre Größe und die wirkliche Energie ist doch bei demjenigen, der bereit ist zu sagen, okay, ich lass los, ich lass meinen Streit oder meine Anhaftung am Kämpfen, ich lass es fallen. Ich geb meine Anhaftung dem Leben zurück und schau einfach, was dann geschieht. Weißt du, was mein Name ist? Mein Name ist der Samapanjit, ne? Ja. Und das heißt Sieg durch Hingabe. Aber verstanden habe ich das noch nicht ganz. Sieg durch Hingabe, ist das ein schöner Name. So wie wenn ich habe mich hin, ich gebe mich hin, ich habe gewonnen. Ich finde, das ist die Liebe dann zum Leben, zum Augenblick. Also wenn der Kampf aufhört, ich finde, Sieg ist ja das Gegenteil vom Kampf. Also wenn wirklich der Krieger nicht gegen das Leben kämpft mit seinem Schwert, sondern wenn er das Leben kommen lässt und mit dieser Energie geht, dann ist er der Sieger. Also quasi nicht, er kämpft gegen das Leben an, sondern er geht mit dem Leben. Heißt das, wenn jemand Streit sucht, dann soll ich mitgehen, oder?
Nee, Das mit der weiß ich Energie. manchmal Also nicht, ne? wenn jemand Streit sucht und du würdest mitstreiten, dann ist es einfach Krieger sein, weil ich dagegen ankämpfen. Der konfrontiert dich und du kämpfst dagegen an. Aber wenn du quasi das einfach mitkriegst, diesen Kampf, der kämpft dagegen an oder streitet, und du gehst mit der Energie, das heißt, du lässt die Energie kommen, die quasi gegen dich gerichtet ist, du gehst so mit. Da gibt es doch diese japanische Kampfart, die nehmen quasi die Energie einfach mit, nicht dagegen, sondern gehen mit. Also quasi von deiner inneren Haltung, dass du nicht gegen diesen Streit kämpfst, sondern du lässt ihn da sein. Aber wenn Du ich nimmst den Streit entgegen und guckst einfach, was dann bei dir geschieht. Jetzt bewusst mitstreite und das genieße, ist es auch Hingabe. Ja klar, warum nicht? Je nachdem wie. Wie siehst du? Warum? Nicht als Aber dann ist es Strategie ein, nehmen wir. wenn du bewusst mitstreitest, dann kann es sein, dass du schon nicht mehr da drüben den Gegner siehst, sondern einfach, da findet was statt, weil es eine Energie, die hin und her geht. Da will ich nur Spaß Ja. Da taucht noch eine Warum? Frage auf. Ja. So, okay, Hingabe an das Leben, okay, das Leben drückt sich aus, alles, was gesagt wurde. Ja, naja, dann spüre ich ja in der Luft so den Satz, naja, es ist ja sowieso dann alles vorbestimmt, dann ist es ja eh egal, dann wird sich das Leben schon so richten, weil es ist ja, was ist da deine Erfahrung oder dein, ist es tatsächlich, dass es alles vorbestimmt ist? Also, für mich fühlt es sich nicht so an, ja. Nee, für mich gibt es halt nur diesen Moment. Ja. Dieser Satz, naja, dann kann ich ja jetzt sowieso nichts machen oder wenn sowieso alles vorbestimmt ist, das kommt aus dem Verstand, weil der ist so ein bisschen beleidigt, wenn wir darüber reden, über diesen Moment. Weil der möchte ja gern die Dinge in die Hand nehmen und entscheiden und sagen, ich habe das gemacht und ich muss mich drum kümmern. Und wenn ich von Hingabe spreche, dann kriegt der mit, dass es da eine Kraft gibt, die eigentlich, dass das Leben von selber geschieht und dass der gar nicht so arg dafür gebraucht wird, sage ich mal so. Und dann zieht er sich beleidigt zurück und sagt, dann ist es ja sowieso egal, was ich mache, und dann kann ich ja sowieso alles bleiben lassen. Aber davon spreche ich nicht. Ich spreche nicht von quasi sich zurücknehmen und herausnehmen aus dem Leben, sondern hier sein, präsent sein, wirklich da sein. Und dann kann ich einfach nicht wissen, was kommt. Und wie ich mich jetzt im Moment ausdrücke. Einmal bin ich ganz aktiv und dann bin ich vielleicht eher passiv und dann bin ich mal gut drauf und dann bin ich vielleicht mal weniger gut drauf und dann bin ich sehr in Handlung und dann wieder weniger in Handlung, wie auch immer. Also eben das, dann ist sowieso egal, das kommt wirklich nur vom Verstand. Das stimmt einfach nicht. Das ist so ein quasi, so ein wie herausnehmen aus dem Leben. Und das ist Trennung. Das Leben findet hier statt. Auch eine schöne. Wir waren gehen selten mal aus, ne? Weil ja, wir erleben ja hier immer schöne Dinge, auch durch die Live-Sendung. Und dann waren wir Ja. aus zu einer Ja. slawischen Nacht. Ja. Und ich hatte so die Idee und die Vorstellung, auch mit anderen Freunden noch, eigentlich die Hauptidee hatte, oh, mal richtig wieder abtanzen, so richtig doll abtanzen. Oh Ja. ja, such mal Ja. was. So, dann fand ich diese slawische Nacht.
Und wir dahin und die, die das eigentlich die Idee reingebracht hätte, die kam letztendlich dann gar nicht, aber ist egal. Ja. So, und dann waren wir in dieser slawischen Nacht und es war so, es war einfach köstlich. Es war wie so ein großes Wohnzimmer von jung bis alt und in ihren Trachten, russische, polnische, und da gab es das polnische Nationalessen. Und dann waren wir pünktlich 20.30 Uhr da, weil wir nichts verpassen wollten und lieber nicht so spät wieder gehen wollten. Und was geschah? Ja. es ging ewig nicht los, es war einfach nur, jeder saß, es war wie im Film, kam man es vor, wie im falschen Film. So, und dann, dann kam der Chor und dann kam eine Tanzgruppe mit ein paar älteren Frauen und dann noch dies und das und wieder Pause. Und ich sagte, naja, und irgendwann wird ja jetzt die Liveband jetzt dann losgehen, auf die wir ja so nun gewartet haben, dass wir nun endlich abtanzen. Ja. Und jedes, ne, und immer wieder zu schauen, wir wollten es anders, aber gleichzeitig haben wir das total genossen und uns, also immer wieder, und da war alles da, da war so, ach Mensch, jetzt schreien die noch Zugabe bei dem Chor, können die nicht jetzt mal, und als nach 3,5 Stunden um 24 Uhr dann, sagt, jetzt ist es soweit. Und dann sagt er, okay, nach kurzer Pause, jetzt werden dann Zettel verteilt und dann werden wir noch schön eine halbe Stunde polnische Lieder singen. Oh, dann brach Emmel. Okay. Dann haben wir uns den hingegeben und haben gesagt, okay, jetzt gehen wir nach Hause. Genau. So. Ja. Und es war so ein kurzes aber es war irgendwie auch irgendwie total lustig und weil es einfach total anders war als gedacht und vorgestellt. Ja. Einfach nur köstlich, Genau. Und genau so, wie du gerade beschreibst und alle möglichen Emotionen und Gefühlslagen geht mir da durch und mal so, mal so, mal so und genau, alles in Ordnung. Gell? Hm. Das ist diese Hingabe an das Leben, an den Moment. Da ist nichts falsch dran. Ja. Es ist einfach genau so. Und auch wie ihr reagiert und fühlt, da kann auch nichts falsch sein, sondern es findet genauso statt. Und das kann entweder als totale Enttäuschung, enttäuschter Abend empfunden werden oder als total quicklebendig und einfach nur wow. Ja, genau. Ja. Abenteuer. Ja. 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 Schön. Hm. Ja. Und sogar was geschehen ist, obwohl alle eigentlich nur Zuschauer waren und irgendwie wir einfach so quicklebendig dabei waren, haben die älteren Damen uns dann rausgefischt und wir haben dann mit Kalinka, sollten wir dann mit auf der Bühne tanzen, meine Freundin und genau, ich. Genau, haben wir dann einfach mitgetanzt. So. Also kamen wir dann doch irgendwie. Ja, schön. Einfach nur köstlich, schön. Ja. Ja. Toll. Das hätten wir uns nie ausmalen können, so vorstellen können. Eben, gell? Und sowas können wir einfach nie planen, sondern es geschieht. Und da kannst du nur gespannt sein, was genau wie sich es in jedem Moment neu ausdrückt. Ja. Das Leben. Ja. Oh. Herrlich. Ja.
Schön, dass ihr den Raum zur Verfügung stellt, dass ihr einfach da seid. Ist auch Hingabe. Dankeschön. Ja. Ja. Ah, hier ist eine Frage noch aufgetaucht, habe ich gar nicht gesehen. Schamane, bedeutet Hingabe an das Leben nicht auch, die Maske fallen zu lassen und so zu sein, wie man ist? Ah, das ist schön. Ganz klar, ja. Weißt du, wenn alle diese Ideen fallen, wie man zu sein hat, wie man sich gibt und wie man so tut, als wäre man so und so, wenn das alles mehr und mehr abfällt, das ist die totale Hingabe, ja. Sich immer mehr zeigen. Und dieses Fallenlassen von Masken, das geschieht von selber. Indem man sich immer mehr verliebt in dieses Echte, in dieses Wahrhaftige, was einfach, wie es sich hier ausdrückt, wie es sich zeigt. Ich erlebe gerade immer wieder Menschen, die so eben, die sich immer mehr dem ausliefern und hingeben, diesem Sein, dem Leben, die einfach nichts anderes mehr wollen, die nicht mehr dieses, genau, diese Masken mögen und dieses Falsche, sondern die das Natürliche lieben, das Echte. Und zwar genauso, wie wir sind. Was wir gar nicht wissen können, wie wir sind, weil wir in jedem Moment anders sind. Aber diesen Ausdruck, der jetzt einfach gerade da ist, dass der so wahrhaftig sein darf, so offen einfach, so unschuldig, das ist Hingabe. Eine schöne Frage oder eine schöne Antwort vorhin, die da mit aufgetaucht ist. Dass wir uns sein lassen, wie wir sind, ist Hingabe. Ja, und das große Problem ist natürlich, die große Frage ist, wie bin ich eigentlich, ne? Bis man dahin ja. kommt. Genau. Wir haben nächstes Wochenende. Ja. Ja. Wir haben nächstes Wochenende ein Seminar hier, Matrix Familiencode. Und wir schauen all unsere Verhalten, was aus einem Familiensystem übernommen ja. worden. Das heißt, manchmal rede ich so oder ich habe dieses bestimmtes Verhalten und dabei, das ja. bin ich, das bin ich gar nicht, sondern ist irgendein genau. Ahne, der nicht in Glei oder was weiß ich, voll sich erlebt hat, der durch mich spricht. Ja. Ne? Deswegen immer die große Frage, wer bin ich oder wie bin ich wirklich? Ne? Ja, das ist eine gute Frage, genau. Ja, da wünsche ich euch viel Spaß beim Untersuchen und Erforschen. Ja. 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 Aber wir haben entdeckt, dass ich denke, überall da, wo ein Minus ist, da schauen wir auf die Wirbelsäule, wo ein Minus ist, zum Beispiel, die etwas zurückgehalten wurde, ne? So eine ja. zurückgehaltene Liebe, die sich in Hass ausgedrückt hat, dass wir dann ja. die Hingabe, in die Hingabe gehen können, in die Kehrseite, dass wir einen Überfluss oder Überschuss an Liebeskompetenz haben, ne? Dass alles, was in einem Bereich nicht in Gleichgewicht war, dass diese Botschaften in unser System geschrieben sind und die Hingabe ja. an das Thema Hass, Liebe oder Entspannung, Verspannung in diesen so wieder in Gleichgewicht bringen können. Ne? Und genau. Ja.
Da kann so viel geschehen, so viel Heilung geschehen, wenn das einfach gesehen wird, was da abläuft. Nur das Bewusstmachen, ja. Eben, nur Bewusstmachen. Da braucht es keine Verurteilung, keine Veränderung, sondern nur Bewusstmachen. Wir sagen immer Menschen, die staunen so, was da geschieht an Veränderung und an Heilung, wenn es nur ins Licht kommt, ins Bewusstsein kommt und wir dem Raum geben, dass es da sein darf. Und nicht, dass wir eingreifen müssen und es verändern müssen, sondern nur es hier sein lassen. Und eben wieder diese Hingabe an das, wie es sich eben ausdrückt und auch gezeigt hat. Weil eben, das wird manchmal schon missverstanden, weil für mich ist die Frage oft, womit ich mich eigentlich täglich beschäftige, so ist die Hingabe an die eigene Schöpferkraft, ne? Das heißt, irgendwie, ich kann das unterdrücken, aber mein Wesen gibt mir ständig Impulse durch irgendetwas oder schiebt so meine Schöpferkraft, so meine Lebensaufgabe oder das, was mich bewegt, einfach auszudrücken. Das heißt, Hingabe ist auch in irgendeiner Form etwas Aktives, was irgendwie gebremst wird durch Vorstellungen, durch... Und das in Gleichgewicht zu bringen, das ist in das Verständnis, das ist die große Kunst. Ne? Genau. Du kannst es halt immer wieder, das Leben gibt dir ja viele Möglichkeiten, dass du es wieder mitkriegen kannst, wo sich vielleicht eine Kreativität oder eine Schöpferkraft ausdrücken mag. Immer wieder werden wir ja dann damit konfrontiert und dann kannst du sehen, wo du dich vielleicht blockierst oder wo eine Kraft noch zurückgehalten wird oder wo es eine Idee darüber gibt. Und das einfach zu sehen und mitzukriegen, damit löst sich schon was auf und kann eine Energie wieder frei werden. Die Lila schreibt, Hingabe in der Partnerschaft, ist das dann eher Hingabe an die eigenen Impulse, auch wenn sie nicht Erwartungen, Bedürfnisse des anderen entsprechen? Okay, tust du noch einmal wiederholen? Hingabe in der Partnerschaft? Ist das dann eher Hingabe an die eigenen Impulse? Auch wenn sie nicht Erwartungen und Bedürfnissen des anderen entsprechen? Ah, okay. Das ist eine gute Frage. Ja, das ist eine gute Frage. Ja. Ich würde auf jeden Fall in dem Moment den anderen sehen mit seinen Wünschen, Erwartungen, also was von dem anderen kommt, und auch sehen, was von einem selber kommt. Quasi einfach wieder das da sein lassen, was beim anderen auftaucht und was hier bei einem selber auftaucht. Und das zu sehen und auch zu spüren. Wir spüren es ja meistens auch, irgendwie ist der Körper mitbeteiligt. Und wenn das hier sein kann, entsteht wieder Raum. Und dann entsteht ein Impuls. Und der Impuls entsteht immer bei einem selber. Und dem kann ich nachgeben. Wenn ich beides da sein lasse, vom anderen und von mir, also dem Raum gebe und es einfach hier sein lasse, und wenn ich dann dem Impuls nachgehe, der auftaucht, bin ich immer mit dem anderen verbunden, weil es dann keine Trennung gibt. Ach, schön. Und wenn ich aber quasi mich abtrenne vom anderen und sage, das ist meins und der da drüben, das sehe ich jetzt schon mal gar nicht ein, oder quasi ich gehe dagegen, ich habe einen Widerstand, dann ist es einfach ein Konflikt. Dann will ich ja auch vermeiden und kämpfe dagegen an und ich sehe dann den Unterschied zwischen mir und dem da drüben. Aber der andere, der Partner, der ist ich. Der spiegelt ja nur mich selber. Deshalb, wenn ich dem, was auch immer der gerade sagt oder tut, wenn ich das hier sein lasse und zulasse, dann bin ich mit dem verbunden, dann kann ich gar nichts falsch machen. Hm.
Also ich tue alles, was mein Partner sagt, ist nicht Hingabe. Ist ja Aufgabe. Genau, also ich könnte ja schon alles machen, was der Partner sagt, aber das wäre quasi, wenn ich realisiere, der andere ist ich, dann könnte ich schon tun, was der andere sagt. Aber ich meine, du meinst es jetzt gerade im anderen Kontext. Ja. Wenn quasi der andere sagt, mach so und so und sei so und so und ich tue das, dann ist das Selbstverleugnung. Okay. Oder weil ich vielleicht es dem anderen nur recht machen möchte und das hat nichts mit Hingabe zu tun. Aber wenn der andere was sagt oder einen Wunsch hat oder eine Erwartung hat und ich nehme das wahr, dann ist es ja meistens irgendwie bei mir selber auch. Oder ich habe dann einen Widerstand dagegen. Was auch immer da bei mir auftaucht, denn wenn ich das da sein lasse und auch die Erwartung vom anderen da sein lasse, dann entsteht Raum und ein neues Feld, wo ein Impuls auftauchen kann und dem kann ich nachgeben. Und der ist aber meistens eben, der nimmt beide mit herein und ist nicht gegen den anderen. Dann ist es nicht sowohl, ja, dann ist es nicht entweder oder. Genau. So, ja. Weil der andere ist ich. Also der andere ist ein Spiegelbild von mir. Drum meine ich eben beides hier sein lassen, was der andere ausdrückt und was bei mir sich ausdrückt. Schön. Das machen wir, ja? Das machen wir, genau. Es geschieht schon die ganze Zeit, Schatzi. Schamane schreibt noch, Hingabe bedeutet auch den anderen sein eigenes Ich zu geben. Ja, das meine ich mit dem Raum. Also, dass der andere den Raum kriegt für sich, also dass der sich so ausdrücken darf, wie er sich ausdrückt, dass der fühlen darf, wie er fühlt, dass der sprechen darf, wie er spricht. Weil wenn ich dem anderen den Raum gebe, dass er so sein kann, wie er ist, gebe ich automatisch mir den Raum, dass ich so sein kann, wie ich bin. Und dann fühlen wir uns wohl, dann mögen wir einfach da sein, weil wir uns dem hingeben. Eben dem Leben, das sich so ausdrückt, wie es sich eben ausdrückt. Ganz natürlich. Ganz natürlich, weißt Ja, Ja, ganz natürlich. ich wiederhole es nachher. Genau. Dann ist es ja nicht Nachher frisch wird und es neu. praktiziert. Nachher ist es alt. Ich will Ja. kein altes, abgestandenes. Sehr gut, jetzt. Schön. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Ich danke euch auch für den Raum. War schön mit euch Ich und habe, ist immer noch schön. ich wollte dich fragen, ich sehr spontan, sehr kurzfristig, ich habe vorhin erst entdeckt, wir haben so viele Sachen. Tiet hatte den Impuls, morgen ist diese Manipulationssendung, Ja. Konferenz sozusagen. Es tauchte einfach öfter mal auf in Workshops, Seminaren, Vorträgen, wie Ja. wir uns, haben wir geforscht, wie wir uns selbst eigentlich manipulieren, ne? Mit so. Ja. Und es war sehr stark und mächtig und dann kam der Impuls, einfach mehrere zu diesem Thema Manipulation Ja. eine Sendung zu gestalten. Und fühl Ja. einfach mal, wenn der Impuls auftaucht bei dir, total gerne, einfach für 20 Minuten morgen Abend. Dann Um wie viel Uhr? so ab, je nachdem, wie viel jetzt noch mitmachen, also
ab 19 Uhr oder 20 Uhr, wie du kannst. Ja. Ja, ich wollte dir einfach noch Bescheid Ja, geben. genau. Ich wollte es einfach nur noch viel mehr Ja, Zeit sein. danke schön. Ja, also zum Thema sehr gerne, spricht mich an. Weil oft kriegen wir gar nicht mit, wie wir uns selbst manipulieren. Wir haben einige Lieder Genau. komponiert auch. Genau. Wir haben ein Wochenende über Manipulation gesprochen. Und der Stefan hat solche tolle Lieder. Der hat einfach komponiert, die eigene Selbstprogrammierung. Ich finde mich scheiße oder so, ne? So wie wir Ja. wirklich. Und dass diese negative Programmierung auch eine Selbstmanipulation ist, die wir verstecken, weil wir wollen alle gut sein und die Ja. Selbstmanipulation erkennen wir nicht. Und es wäre ein bisschen Licht da reinzubringen. Das ist der Viel Grund. mit Komik Genau. auch, genau, Ja. viel mit Lachen Ja, und das ist schön. ja. Finde ich ja ganz gutes Thema. Ja. Ja. Okay. Okay. Schön. Okay. Ganz, ganz lieben Schön. Dank. Oh, so schön mit dir. Mit uns. Ja, sehr gerne. Ganz auch schön. Ja, und bald Anfang des Jahres in Leipzig, da gucken wir noch. Ja. Genau, Ah, da schauen wir schön. mal. Ja, Wow, ja, ja. toll. Und Anfang Dezember auch eine weitere Sendung, auch wenn Impulse da sind oder wir, ne, wir, ja, wir kommen einfach zusammen. Das geschieht schon. Genau, Ja, das wir geschieht. hören Ja, voneinander. Im ja. TV-Programm, also bei Jetzt TV sind die Jetzt TV-Sachen, da kann man die TV auch sehen. Und wir haben auch ein Programm, wo diese Veranstaltung kann sein, dass die nicht in beide Programme sind. Ne? Deswegen Ja. auch bei uns schauen diese Veranstaltung. Ne? Genau. Okay. Dankeschön. Ganz lieben Dank. Gut, So ich danke sehr euch auch großer und Genuss. schöne Zeit euch. Ciao. Ciao. Danke. Tschüss. 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 Ich sehe ja lustig aus. Danke an alle. Herzlichen Dank für euren Gabel. Und jetzt ein paar Lieder. Tschüss. Tschüss. Ich weiß nicht, ob die noch jemand in den Chat geschrieben hat, weil Ist kurz Empfang ist ausgefallen. kurz ausgefallen, ja.